Eines der schärfsten Angriffe auf die katholische Kirche, die wir heutzutage erleben, und zwar seit einigen Jahren schon, ist sicherlich die sogenannte Gender-Ideologie. Papst Franziskus hat gesagt, dass Gender ist ein Angriff, ein weltweiter Krieg auf die Familie. Und Papst Benedikt XVI. Sagte, das ist eine Revolution gegen den Menschen an sich, gegen die Anthropologie. Es ist eine anthropologische Revolution. Ich werde nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Aber Sie können sich dann vorstellen, wie dann der synodale Weg zu dieser Revolution steht. Und zwar, der synodale Weg will diese Revolution in die katholische Kirche einführen. Also es gibt eine ganze Reihe von Fällen schon. Ich werde sie hier kurz ansprechen. Der synodale Weg selbst will oder hat beschlossen bei der Vollversammlung Anfang Oktober, dass die Gendersprache, es soll debattiert werden, ob die Gendersprache eingeführt werden soll und dann praktisch dann überall mit diesen entweder Unterstrich oder Querstrich oder Genderstern etc. Ja. Aber die Gendersprache ist nichts anderes als die Sprache der Gender-Ideologie. Eine Ideologie, die die Geschlechtlichkeit auflösen will. Und zwar, weil sie nicht glaubt, dass die Identitäten festgelegt sind. Ja. Also diese Unterscheidung, warum Gender diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau auflösen will, und es gibt ein Fluidum von Geschlechtlichkeiten, es ist ein Unterprodukt der sogenannten Identitätspolitik, die sagt, dass Identität generell nicht festgelegt ist. Ja, das ist ein massiver Angriff eigentlich auf unser Verständnis von Menschen und auf das christliche und natürlich auch katholische Verständnis des Menschen. Ja, also eine tiefgreifende Revolution. Also der Begriff anthropologische Revolution, dieser Begriff, der von Benedikt XVI. Stammt, beschreibt diese Revolution, diese Absolutheit, diese Totalität der Revolution sehr gut. Aber es ist, dass der synodale Weg diese Gendersprache nun einführen will, ist leider Gottes nicht das Einzige. Jetzt vor kurzem hat die sogenannte katholische Studierendejugend, das ist ja auch schon so ein bisschen Gendersprache, KSJ, entschieden, auch die Gendersprache zu verwenden. Und die wollen sogar Wörter wie Gott gendern. Und zwar, sie wollen ab jetzt Gott dann mit einem Sternchen drüben, oben eben so schreiben. Das heißt, Gott selbst soll gegendert werden. Das ist wirklich, im Grunde genommen ist es ja praktisch blasphemisch. Also in der Bibel wird Gott stets mit Vater angesprochen. Das Vater unser im Himmel. Überall wird, in allen Stellen ist es klar, dass Gott Vater, ja, im Glaubensbekenntnis, etc. So ist das seit Tausenden von Jahren, also 2000 Jahre Christentum, aber noch davor im Alten Testament. Das ist dieser katholischen Studierendenjugend völlig wurscht. Das heißt, sie sagen, okay, sie können darüber hinweggehen, das erfinden die, wir übernehmen das einfach von einer revolutionären Ideologie und die tun das. Und das ist eigentlich deshalb blasphemisch, weil, wie gesagt, Gender ist ein Angriff gegen die Vorstellung, dass die Identitäten festgelegt sind. Ja, aber Gott, Schöpfer, ist ja die Identität an sich. Er ja, ist das Sein an sich. Er ist, so hat er sich gegenüber Moses bekannt gegeben, auf dem Berg Sinai. Ja, er ist das Sein. Er ist die absolute Identität im Grunde genommen. Und er gibt den Menschen, oder allen Geschöpfen, eine Identität. Und das heißt, dass man eben durch diesen Genderstern eigentlich das auflösen will, im Grunde genommen. Ja? Weil es geht ja hier um Gender, ja nicht bloß um die Geschlechtlichkeit, also das ist schon schlimm genug, aber es geht eigentlich um die Vorstellung, ob die Identität überhaupt festgelegt wird. Das ist, was die hier eigentlich im Grunde genommen, das heißt, de facto ist es eine Auflösung des Gottesbegriffes, was die da eigentlich im Grunde genommen machen. Ja, das heißt, ob das jetzt in Richtung Pantheismus geht oder Gnosis oder sowas, Naturreligion, wo Gott irgendwie ein unbestimmtes Sein ist, das mal hingestellt, weil das müssen die selber irgendwie erklären. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also das sind ja die Leute, die diesen synodalen Weg organisieren, ja, also zusammen mit der Bischofskonferenz, die haben für sich schon die Gendersprache eingeführt. Und mit der Gendersprache, ich wiederhole, führt man ein
im Grunde genommen die ganze Gender-Theorie, weil die Gendersprache ist ein Produkt der Gender-Ideologie, der Gender-Theorie oder wie man das, Gender-Gaga oder wie man das bezeichnen will. Also das ist wirklich schwerwiegend. Ja? Das heißt, die nehmen das Revolutionärste, was es gegenwärtig gibt, das, was am meisten das christliche Menschenbild gegenwärtig angreift und transportieren das innerhalb der katholischen Kirche. Da können Sie sehen, wie destruktiv diese ganze Geschichte ist. Und deshalb habe ich unten verlinkt zu einer Petition, die wir gerade machen. Und zwar, die heißt Synodaler Weg stoppen. Ich glaube, und die ganzen Leute, die diese Petition unterschreiben, sind der Auffassung, dieser deutsche synodale Weg ist nicht reparabel. Das kann nicht, man kann das nicht reparieren. Es ist so, dass die Bischöfe, ja damals Kardinal Marx und die anderen, die haben das so organisiert, dass die groteskesten Vorstellungen dort vorgestellt werden können. Und ein Teil davon wird da bleiben. Ja, also das ist, kann man schon auch voraussehen. Das heißt, auch wenn die auch keine Beschlüsse machen oder so. Ja, aber im Grunde ist das eingedrungen durch diese Diskussion, durch diese Form. Ja, es gibt sogar inzwischen einen Bischof, ich glaube, das ist der Bischof von Hildesheim, das habe ich jetzt nicht jetzt aufgeschrieben, wollte die keine riesige Liste machen von fürchterlichen Nachrichten, hat auch in seinem Bistum einfach die Gendersprache eine höchst umstrittene Angelegenheit. Das heißt, die Gläubigen, die das nicht mögen, was sollen sie jetzt machen? Sollen sie jetzt aus der Kirche austreten? Was sollen sie da tun? Aber generell sieht man hier wieder, mit dieser ganzen Gendersprache, sieht man wieder ein Leitmotiv des synodalen Weges. Denen ist es egal, was die Weltkirche denkt. Die wollen ihre Agenda durchziehen, koste es, was es wolle. Ja, man muss sich wirklich fragen, ob die überhaupt noch Wert legen, auf, dass die katholische Kirche in Deutschland überhaupt noch zur Weltkirche irgendwie gehört oder ob sie wirklich keine Nationalkirche in Deutschland aufbauen wollen. Das muss man sich fragen, weil denen ist es völlig egal. Die verlassen immer mehr im Grunde genommen das katholische Lehramt, die katholische Tradition, selbst die biblischen Aussagen. Ja? Und die orientieren sich nach den Ideologien, die in der Welt so entstehen, wie eben jetzt gerade die Gender-Ideologie. Es gibt eine ganze Reihe von Stellungnahmen, ja, gegen Gender, die sind wirklich sehr drastisch. Und ich habe Papst Franziskus zitiert, ich habe Papst Benedikt XVI. Zitiert. Es gibt eine ganze Reihe von Pastoralbriefen von Bischofskonferenzen, also Portugal, Polen, Slowakei, Triveneto ist so der Norden Italiens, also Venetien etc. Ja, die haben sich alle sehr deutlich dagegen geäußert. Ich zeige ein Büchlein nicht, also ich mache jetzt ein bisschen Werbung für mein Buch, ja, das ist nicht mehr nagelneu, aber da stehen die ganzen Stellungnahmen von aus katholischer Seite gegen Gender und warum das so destruktiv ist, warum man da wirklich Widerstand leisten muss, ja. Die haben sich wahrscheinlich damals gar nicht vorgestellt, dass selbst innerhalb der katholischen Kirche Gender plötzlich, also zumindest in Deutschland, dass das so einen Einfluss nehmen würde. Also deshalb müssen wir unbedingt etwas dagegen tun. Deshalb erneut mein Appell, dass Sie uns unterstützen und diesen Petition unterschreiben, synodaler Weg stoppen. Aber ansonsten können Sie sich generell äußern. Es ist wichtig, dass wir ein Bekenntnis ablegen für die katholische Kirche, für die katholische Kirche in Deutschland, damit die katholische Kirche in Deutschland nicht pulverisiert wird, nicht zerstört wird und vor allem, dass sie keine Nationalkirche wird, ja, die ihre eigenen Richtlinien, ihr eigenen Lehramt, ihr eigenen Glauben erfindet und so. Denn das ist eigentlich der Weg, auf dem wir gerade sind und zwar schon in sehr fortgeschrittener Art und Weise. Heute brauchen wir Leute, die sich zum katholischen Glauben bekennen, so wie er ist, ja, und diese Missstände und diesen falschen Weg eben kritisieren, anprangern und sagen, das muss gestoppt werden. Deshalb vielen Dank, wenn Sie dieses Video teilen können, wenn Sie dieses Video verbreiten können, vielleicht auch diese Petition, die in der Beschreibung ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.